Elektro-Ex-Verkäufer, guten Tag. Ja, hallo, Nils Maximilian Bartels hier. Ich habe mal eine Frage. Wir haben Alexa bei euch gekauft. Guten Tag. Darf ich fragen, wie alt du bist? Also, ich bin 6 und das Ding habe ich mit dem Opa gekauft. Okay, dann gib mir mal den Opa, bitte. Das geht gerade leider nicht. Der ist oben und schreibt mit. Verstehe ich nicht. Was schreibt er mit? Naja, was uns Alexa antwortet. Um was geht es denn? Also, wir haben Alexa angeschlossen und dann haben wir Alexa gefragt, was Frauen wollen. Ja, und? Naja, und jetzt quasselt das Ding seit 5 Stunden. Ich verstehe, die hört nicht auf zu reden. Nee, wie kann man das Ding denn stoppen? Ihr habt gefragt, was Frauen wollen, und das Ding hört nicht auf zu reden. Ja, was lachst denn du da? So was habe ich noch nie gehört, aber es ist echt lustig. Ja, würdest du uns bitte helfen? Dann stell doch mal eine andere Frage. Ja, das haben wir schon probiert, aber das hat nicht funktioniert. Okay, was hat Alexa gesagt? Sie hat gesagt, Fragen bitte nacheinander stellen und dann hat sie gefragt, ihre Frage war, was Frauen mögen, richtig? Und dann habe ich aus Versehen ja gesagt und dann hat Alexa wieder von vorne angefangen. Ja, wo seid ihr gerade? Lippenstift ist gerade fertig geworden, jetzt macht sie weiter mit Schuhmarken. Also, Stecker ziehen, dann zieht einfach mal den Stecker, bitte. Haben wir auch gemacht. Wir haben gezogen und nach einer Weile haben wir wieder reingesteckt. Ja, und? Ja, sie konnte sich an die Frage erinnern und hat einfach weitergemacht. Herrlich. Ja, kannst du uns das Ding bitte umtauschen? Geht das? Okay, dann bringt das Ding vorbei und das will ich sehen. Das will ich sehen, genial. Okay, dann komme ich rum. Vielleicht können wir das Ding ja umprogrammieren. Kann Alexa sowas wie das Wetter sagen? Ja, Wetter, das geht, klar. Naja, geil, dann kann das Ding bei uns im Radiosender ja als Wetteransager arbeiten. Wie Radio? Naja, du bist hier gerade beim Radio. Ach du Sch Sehr schön.